Jumper T-Lite unterstützt das Crossfire-Modul nur mit 25 mW maximalen Leistung, da die interne Elektronik nicht mehr Strom an das externe Modul abliefern kann. Hier zeige ich, was man an der Jumper T-Lite Funke ändern muss, damit man mehr als 25 mW mit einem externen Modul nutzen kann. Der externe Moduladapter wird direkt an den Akku angeschlossen mit einem MOSFET-Transistor, der wie ein Relais funktioniert. Also bekommt das externe Modul nur Strom, wenn es aktiv ist. Zu beachten ist, dass man einen guten 18650 Akku verwendet, der mindestens 20 Ampere Strom abliefern kann. Für den Umbau wird ein MOSFET-Transistor benötigt, zum Beispiel IRL540N, und ein 10K bis 100K Widerstand, 11 cm von 24 AVG Silikonkabel, Schrumpfschlauch und etwas Isolierband. Zuerst werden die zwei Kabel grün und blau von dem Adapter abgelötet. Dabei werden alle anderen Kabel um 180 Grad umgelötet, damit diese nicht beim Einbauen geknickt werden müssen. An der Stelle von dem blauen Kabel kommt ein 11 cm langes rotes Kabel, der zum Pluspol vom Akku geführt wird. Das schwarze Kabel wird an der Stelle von dem grünen Kabel angelötet. Jetzt kann ich den externen Adapter mit den drei Schrauben an den Deckel festmachen. Zwischen blauen und dem grünen Kabel wird der Widerstand angelötet, sodass an der Spitze das blaue Kabel ist. Der Widerstand mit dem blauen Kabel kommt an den MOSFET Pin 1 und denkt an den Schrumpfschlauch vor dem Anlöten. Das schwarze Kabel wird um ca. 6 cm gekürzt und an den Pin 2 vom MOSFET angelötet. Das 6 cm Kabel kommt an den Pin 3, der später an das Minuspol von Akku angelötet wird. Alle Schrumpfschläuche werden jetzt angebracht und geschrumpft. Den MOSFET-Transistor klebe ich mit beidseitigem M3-Klebeband fest, soweit mittig wie es geht. Das rote Kabel kommt an den Pluspol und das schwarze an den Minuspol von Akku. Alle Kabel werden mit Isolierband fixiert, damit diese nicht locker sind. Die Polenden isoliere ich sicherheitshalber mit einem Heißkleber. Der Stecker vom Adapter und der vom Akku werden angesteckt und die Jumper T-Lite kann zusammengeschraubt werden. Nun bin ich fertig und kann das Crossfire-Modul testen. Dafür habe ich mein Modul in ein Nano-Gehäuse eingebaut. Das Crossfire-Modul wird hinten vorsichtig reingesteckt. Achtet darauf, dass die Pins nicht verbogen werden, da diese schnell abbrechen. Funke an und man sieht, dass das Crossfire-Modul aus ist. Erst wenn ich ein externes Crossfire-Modul einstelle, bekomme ich hinten Strom. Nach dem Ausschalten ist die externe Stromversorgung auch aus. Somit funktioniert alles, wie es sein sollte. Nun stelle ich mit dem TPS-Agenten auf 1 mW um. Zum Testen habe ich meinen GAP-RC Crocodile Baby 4 Zoll Long Range Quad mit einem Crossfire Nano-Empfänger. Nach dem Einschalten ist er sofort verbunden und man sieht die RSSI-Balken im Display der Funke. Alles funktioniert und der Crossfire funktioniert einwandfrei mit der Jumper T-Lite. Mit der Modifikation kann man jetzt alle externen Module nutzen, egal mit welcher Leistung diese laufen. Der vollgeladene 18650 Akku reicht maximal 3 Stunden aus bei vollen Leistung mit dem Crossfire-Modul, also 1 Watt. Der Akku sollte aber ab 3,5 Volt aufgeladen werden, da sonst das Crossfire-Modul nicht richtig arbeiten würde. Außerdem sollte man die Akkuspannung überprüfen und gegebenenfalls kalibrieren. Meine Jumper zeigt eine Akkuspannung von 4,2 Volt, aber richtig wäre hier 4,1 Volt laut meinem Messgerät. Unter Systemeinstellungen Hardware auf der Seite 6 von 7 kann man die Batterie neu kalibrieren. Hier stellt man näherungsweise den Wert, der das Messgerät anzeigt. Bei mir sind es 4,10 Volt. Für mehr Informationen habe ich in der Videobeschreibung das Originalvideo in Englisch verlinkt und die Liste der benötigten Bauteile für den Umbau.